Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir heute über etwas reden, was eigentlich formal kein Betrug ist, formal keine Straftat, formal nichts Illegales. Es ist die Ausnutzung von legalen Möglichkeiten, Steuern zu vermeiden. Ich habe mich gefragt, also weil der Antrag auf dem Tisch liegt, musste ich mich auch intensiver damit befassen. Und ich gebe zu, auch da habe ich wieder viel gelernt. Und ich habe mir gedacht, warum mache ich das nicht auch? Ich habe jetzt ein Ingenieurbüro und ich programmiere Steuerung. Ich erzeuge also Software. Ich kann jetzt Folgendes tun, theoretisch. Ich kann eine Entwicklungsabteilung gründen, sie auslagern und den Firmensitz dieser Entwicklungsabteilung verlagere ich jetzt nach Luxemburg. Und dann muss ich mit den Einnahmen, die ich hier in Bremen erziele, teure Lizenzgebühren bezahlen auf die Produkte, die meine Entwicklungsabteilung in Luxemburg erzeugt. Dadurch verschiebe ich Gewinne aus Deutschland nach Luxemburg. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich in Luxemburg weniger Steuern oder weniger Gewinnsteuern bezahlen muss. Das ist aber so. Und der Trick ist nicht nur, dass es da unterschiedliche Steuern auf Einkommen gibt, sondern auch auf Objekte. Also die Steuern auf Einnahmen aus Lizenzeinnahmen sind in Luxemburg anders als hier, nicht nur die Einkommensteuer. Also wir haben da einen ziemlichen Wald oder einen ziemlichen Dschungel von unterschiedlichen Vorschriften und Steuersätzen. Und jetzt kommt sozusagen das eigentlich Fatale, was die Luxemburger gemacht haben. Sie haben ein Geschäftsmodell entwickelt, was mir anbietet, komm mal her, wir zeigen dir, welche rechtliche Konstruktion musst du eigentlich wählen, dass der bundesdeutsche Fiskus dir nicht an den Karren fahren kann und dass alles legal abläuft. Und sie machen ein Modell und dann kommt der Herr Junkers und sagt, macht seinen Haken drunter und sagt, weißt du, wenn du das Modell machst, zahlst du bei mir nur noch 1% Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer oder Gewinnsteuer. Das finde ich völlig in Ordnung, ist ein wunderbares Geschäftsmodell, es hat einen Haken. Ich kann das nicht, weil allein die Einrichtung und eine Briefkastenadresse und die Einrichtung so teuer ist, dass das eigentlich nur große Konzerne können, die eine große Zahl von Anwälten damit beschäftigen und die entsprechend die Leute, die ihnen dann diese Unterschrift geben, entlohnen. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Erstens, natürlich, weil die materiellen Möglichkeiten meiner kleinen Unternehmen sehr begrenzt sind. Und zweitens, das will ich hier ganz deutlich sagen, für mich ist das eine Form von organisierter Kriminalität. Und selbstverständlich beteilige ich mich an solchen Dingen nicht. Und diese Form von organisierter Kriminalität, das müssen wir uns bewusst machen, haben Politikerinnen und Politiker in Europa und in Deutschland möglich gemacht. Diese Gesetze sind ja nicht irgendwo in der Bibel, also in der Bibel entstanden, sondern sie sind von Politikerinnen und Politikern gemacht. Und es ist jetzt die Aufgabe, diese Form von Gesetzen so zu verändern, dass diese Form von organisierter Kriminalität nicht weiter bestehen darf. Und da sind wir bei. Ich finde gut, dass das hier auf die Tagesordnung kommt. Ich finde es ein bisschen schade, dass das ganz am Ende der Legislatur und heute kurz vor 17:30, das ist so. Ich unterstelle keine Absicht, sondern ich bitte einfach nur darum zu sagen, möglicherweise kann man ein paar Dinge mehr tun. Und da können wir auch hier nach Deutschland gucken. Also die Einführung einer bundesweiten Steuerbehörde kann diese Dinge aufdecken, helfen und transparent machen, helfen. Und es nützt meines Erachtens auch, wenn in Bremen die Anzahl der Steuerprüferinnen und Steuerprüfer, der Außenprüferinnen und Außenprüfer auch größer wird, weil es sind sozusagen fast alles legale Machenschaften, aber nicht immer. Und allein die legalen Mechanismen überhaupt herauszufinden, dieses Geflecht zu durchleuchten und diese Tricks aufzudecken, das kann man nicht mit einem einfachen Dreisatz. Da braucht man langjährige Erfahrung juristischer Art, steuerlicher Art und so weiter. Und das können unsere Außenprüferinnen und Außenprüfer. Das können die Betriebsprüferinnen und Prüfer. Sie sind nur ein bisschen zu wenig. Und deswegen haben wir beispielsweise beantragt, dass wir da noch mal hingucken. Wir werden natürlich diese Form von Antrag auch wieder stellen oder diese Debatte führen bei den nächsten Haushaltsverhandlungen. Und ich meine auch, ich habe oft die Erfahrung gesammelt, insbesondere wenn wir hier Beschlüsse machen, wo wir sagen, liebes EU oder liebe Bundesregierung, könnt ihr nicht dies und jenes tun.
Wir müssen aufpassen, dass wir angesichts des Problems nicht die Illusion einer Lösung schaffen. Weil wenn man in diesen Fragen, ich sag mal, zurückbleibt und das Übel nicht an der Wurzel packt, dann gaukelt man den Menschen vor, wir arbeiten eine Lösung, in Wirklichkeit verdeckt man nur das Problem. Das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen denke ich, müssen wir genau hingucken, ob in den Dingen die Attac, die ich als NGO zu Rate gezogen habe, um weitergehende Vorschläge zu machen, ob deren Vorschläge nicht noch besser sind als das, was wir heute hier verabschieden. Und vielleicht können wir in der nächsten Legislatur, so wie wir uns dann wiedersehen, diese Frage noch mal aufwerfen und mal gucken, ob wir da nicht noch ein bisschen Gas geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster Redner ist heute der Abgeordnete Kauf, Fraktion der CDU.